Willkommen zurück. So, ach, wir hätten ja das Affengehege fertig gebaut. Stimmt. Dem geht es ja soweit ganz gut. Ja, was müssen wir noch machen? Imberwolf-Gehege. Erledigt. Ja, ist er gerade bei. Sehr schön. Leer, Sauberkeit. Ja. Das weg. Das bekommen wir hin. Warte. Moment. Mitarbeiter. Arbeitsbereiche. Zebra. Da. Was ist das noch mit? Bringen wir dich da noch mit rein? Da. Überlegt zu kündigen. Warum? Zoopfleger. Geben wir immer 1000. Wenn ich wieder zu Geld komme, kann ich dich ja weiter ausbilden. Ich bin da ja nicht so. Da ist ein Kackhaufen drin. Ja, ein bisschen trocken. Wie geht's den Zebras? Ja. Entsprechend. Vielleicht suche ich einen anderen Zoo-Mitarbeiter. Ja, mir fehlt ein bisschen Geld. Okay. Welcher Zoo? Elaine, irgendwas da. Kein Problem. Wenn Geld da ist, bilde ich euch gerne aus. Habe ich gar keine Schmerzen mit. Geht's euch besser? Wichtig sind erstmal die Zoopfleger. Ja, ich weiß, es kostet 200. Besser? Ja, du wirst doch jetzt weitergebildet. Besser? Gut. Forschung abgeschlossen. Oh, eine Wohltat. Jawohl, eine Wohltat. Gut, was macht das? Liebe Geld. Das passt abbezahlt. Ja, Stromkosten 3000. Das sind die 3000, die wir momentan zu wenig haben. Warten wir jetzt, bis das Darlehen weg ist, und dann werden wir die Dinge einfach mal austauschen. Was sagen meine Tiere? Ist richtig. Du kannst weg. Und du kannst weg. Nee, du bist ja im Vivarienhandel. So bekommt man auch ein bisschen an Geld.
Das war ja auch der Plan. Gut, dann haben wir noch ein Jungtier drin, ne? So, was haben wir denn noch? Die werden sich rasch vermehren. Die noch nicht so. Ja, Zebra müssen wir gleich gucken. Gut. Vivarienhandel. Nein, weg. Tada, verkauft. Nicht zu kündigen. Mich verarschen. Was hat sie denn? Job ist ziemlich durchschnittlich. Ihr macht mich wahnsinnig, wisst ihr das? Ey, die hat nichts zu tun, ne? Okay. Lass mal das Training absolvieren. Müssen wir mal zusehen, dass wir schnell Darlehen abbezahlt bekommen. Gleich wieder Neues aufnehmen und dann die Generatoren austauschen. Gut. Vermehrt euch endlich. Habt Kinder. Oh, ein Baby-Timberwolf. Gehen wir mal dahin. Weswegen ist eure Lebensqualität so weit runter? Okay. Kann man das Kind verscheuern? Nee, noch zu klein. Genau, zu wenig Geld, das ist mir schon klar. Gut, das müsste eigentlich das... Fertig. Nee, nee, das wäre jetzt ungünstig. Was kostet jetzt eigentlich nochmal Strom? 2000 kostet einer. Gut, was kriegen wir jetzt für so ein Ding? Jährliche Betriebskosten. Ja, weil wir nicht viel bekommen für das Ding. Gut, Darlehen. Wenn wir uns eins zumindest leisten können. Gut, dann verscheuern wir den. No. Dann haben wir schon mal eine, das war schon mal eine Sorge weniger. So einiges verkaufen hier. Gut, kommen wir mit dem Weg noch klar.
Perfekt. Wie sieht es mit Strom aus? Wir haben jetzt alles bestromt. Also eine Kostenquelle schon weniger. Gut, was können wir verkaufen? Können wir irgendwas noch verkaufen? Ne, die können wir nicht verkaufen. Schade. Ne. Können wir noch verkaufen? Bringt das Geld? Ne, das kostet gerade noch Geld. Gut, dann sollten wir erstmal nochmal Fokus auf Wartung legen. Gehegeversorgung. Ist das Ding da? Hängt ja auch schon voll beacht. Der 3000 im Monat. Muss jetzt 2000 irgendwie zusammenbekommen. Kann das Dach hier auch nicht verkaufen. Steine verkaufen. Muss für 800 Euro Steine, 800 Taler Steine. Nicht sehr effektiv. Muss die Kostenfresser loswerden. Auf 2000 kommen. Das klappt. Ungewöhnlich, aber gut. Sehr schön. 4000 eingespart. Tschüss. Okay, wir sollten erstmal die Einrichtung bauen. Den müsst ihr ja nicht mal bewegen. Okay, können wir das hier einfach hinsetzen? Dreh dich. Okay, kann ich dich jetzt drehen? So, können wir alles mit Strom versorgen. Stromkarte. Ja, ja. Oh, die hinten haben keinen Strom. Steine verkaufen. Schade. Gehört nicht mehr zum Ausstattungsgebiet. Schade. Schön die Steine verkaufen.
Irgendwie müssen wir doch die Windkraft voranbringen. Muss halt nur gewartet werden, ne? Der kann auch verkauft werden. Na, irgendwie müssen wir mal schnell an Geld kommen. Hier Geldquelle. Das hat man auch totes Kapital, ne? Gut. Weil wir müssen jetzt hier noch eine Stromquelle hinsetzen, da die so eine hohe Reichweite haben. Perfekt. Einfach hingesetzt. Ist nicht schlimm. Karte weg. So, Wege sind für... Dann stört sich da auch keiner dran. Genau wie da. Und weiter geht's. Endlich. Gut. Überlegen, alle zu kündigen. Na denn, haut doch ab. Jetzt sollte es eigentlich wieder bergauf gehen. Mit Geld. Sollte man das eigentlich geschafft haben. Genau. Stromkosten. Und dann ist das Ganze hier eigentlich auch kein Problem mehr. Jetzt nochmal die Mitarbeiter angucken. Also. Euch geht's nicht gut. Gucken wir uns nochmal an. Also. Der Mitarbeiter muss noch weg. Ich bin gerade so kaputt. Okay, jetzt noch Estelle wahrscheinlich, wa? Okay, Arschen? Ein fürstliches Gehalt. Okay, die ist gerade auf Fortbildung. Und... Fähig. Genau, kürzer ein bisschen das Gehalt. Ja, das reicht. Okay. Wir haben wieder Geld. Hervorragend. So, forschen. Wir sollten... Ja, noch einen Laden bauen. Ja, machen wir das noch zu Ende. Ja. Starken negativen Einfluss. Veterinärforschung abgeschlossen. Der Grizzly. Ja, wir müssen sowieso nochmal. Kann der Grizzly das neue Spielzeug bekommen? Wo war er nochmal? Da war der Tiger. Tiger, Grizzly. Nee. Ah, hier hinten war der Grizzly.
Hier, der Grizzly. Gehege. Okay. Art. Grizzlybär. Viel Spaß, großer. Du machst klettern? Sehr schön. Großer. Na. Königstiger mag auch Fleischbälle. Königstiger war da. Oder sibirischer Tiger. Wie geht's dir jetzt? Fleischball. Ja, dann entfernen wir das mal wieder. Sehr schön. Jetzt müssten wir uns mal ums Wasser kümmern. Dass wir uns irgendwie mal darum kümmern, dass das Wasser gereinigt wird. Was kostet denn so eine Wasserreinigungsanlage? Wie viel? Warte mal. Da hast du Wasser zu reinigen. Hier nicht. Ah, das kann nicht gereinigt werden. Aber wenn wir das jetzt ein Stück nach da ziehen. Pause. Wenn wir das jetzt ein Stück nach da ziehen. Einfach weil es geht. Können wir noch immer noch alles abdecken. Und brauchen kein neues Gerät holen. Haben wir hier Strom? Ja. Und sparen uns das Geld für den Bombe. Gut. So. Karriere, Sauberkeit. 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 Ja, langsam läuft's. Sehr schön. Was hast du denn hier für Sorgen? Gut, jetzt kümmern wir uns mal um euch. Was habt ihr denn? Temperaturen passen. Sauberkeit, ja. War kein Tierpfleger für die Vivarien? So. Ärzte noch ein bisschen ausbilden, dann geht das Forschen schneller. Zack, 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 zack.
Gut. Effig zu kündigen. Kann er das Ding nicht erreichen? Ist mit dem nicht richtig. Ist wieder alles in Ordnung bei euch? Sehr schön. Wie geht's euch? Sehr schön. Skorpione, geht's gut. Euch Spinnies. Ja. Euch geht's auch gut. Ja. Geht's gut, geht's gut, gut. So. Der Wildhund ist alleine. Für alle Gruppe, genau. Haben wir noch Wildhund im Eck? Upsi. Alle Filter zurücksetzen. Mechanischer Wildhund. Kann ich mir gleich leisten. Dann bekommst du noch ein Kumpel. Im Männchen drin. Sehr schön. Da haben wir jetzt auch fast zurückgezahlt. Haben wir da auch schon keine Kosten mehr. Den geht's auch besser. Hoffe ich doch mal. So, was haben wir denn noch an Ausgaben? Wahrscheinlich haben wir viele Ausgaben im Bereich. Nö, wir sind plus. Wir sind im Plus. Wir sollten es aber noch einen Wildhund besorgen. Na komm. Na komm schon. Dem Gorilla. Ach, der hat ein komplett beheizbares. Ja, müsste er, glaube ich, noch einen Arm hier ranbauen. Kann er noch ein bisschen klettern. Was stimmt mit euch nicht? Wir sind ja vollkommen außer Kontrolle. Sibirische Tiger. Dann hatten wir den Himmelwolf noch. Oh. Was war denn jetzt abgebucht? Und kostet uns null. Tierfutter. Nicht erneuern. Wir müssen uns mal ein bisschen zu Geld kommen.
Schwimmen wir uns noch irgendwelche Tiere über... Was haben wir hier drin? Jetzt... ein Gepard. Gepard. Haben wir sowas noch da? Nee. Ist halt nicht erhältlich. Borneo-Orangutan. Kosten die Geld oder kriegt man die so? Sind auch gerade keine da. Das Gehege ist leer. Der hat so einen Nachwuchs. Wo ist denn abgehauen? Hier oben. Tüttüm. Was ist denn? Hier als rufen. Gut. Oh, Geld. Oh Mann, ey. Die Barriere erneuern kann. Muss ich wieder anfangen mit Steine verkaufen. Ja, hier kann ich nicht verkaufen. Oh Mann. Das kostet mich da doch noch Geld. Okay, wenn man sie ausbuddeln muss. Schade. Sehe ich noch irgendwelche Felsen, die man so verkaufen kann? Nee. Kann ich den nicht verkaufen? Das ist der...
Dein Markt gesättigt? So, das ist Kraut. Leimkraut. Tundrafelsen. Stimmt. Pflanzen kosten ja Geld. Na denn, ein bisschen was haben wir noch. Kann ich nicht mehr verkaufen? Moos, Felsen. Auch noch Moos. Also halbwegs wieder im positiven Bereich kommen. Das Boss abbezahlt. Nämlich jetzt gar keine Lust nochmal von vorne anzufangen. Aber das läuft schon. Ich würde nur ein paar hundert Felsen verkaufen müssen. Jetzt mal wieder im Positiven. So. Egal, ob's Karl, keine Ahnung. So ein bisschen im Plus rumeiern. Gut, jetzt müssen wir das Bärengehege mal fixen. Hier ist es auch noch kaputt. Genau, nicht genug Geld. Aber ich glaube doch, das hat eine höhere Widerstandsart als hier dieses Blechding. Gut. Ich glaube, das funktioniert besser. Kann ja das Zebra-Gehege nicht erreichen. Das verstehe ich nicht.
Welcher Typ ist zuständig dafür? Warte mal, Vivarien und Gehege. Okay. Dann machen wir das so. Jetzt besser? Ja. Ah, wenn die abhaut, ist nicht ganz so wild. Nee, das habe ich gesehen, mein Freund. Ich bin nicht beschäftigt. Meine Herren. Ach Mann. Nicht genug Geld. Müssen wir noch ein paar Felsen verkaufen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.